Willkommen bei Kontext TV. Wir sind beim Weltkongress des International Peace Bureau, kurz IPB, Disarm for a Climate of Change an der Technischen Universität in Berlin. Unser Gast heute ist Rainer Braun. Rainer Braun ist einer der renommiertesten Friedensaktivisten in Deutschland. Er ist Co-Vorsitzender des IPB und er ist Geschäftsführer der IALANA, einer Vereinigung von Juristinnen und Juristen gegen atomare, biologische und chemische Waffen. Willkommen bei Kontext TV, Rainer Braun. Danke, herzlichen Dank für die Einladung. Sie haben den Kongress Disarm for a Climate of Peace mitorganisiert. Worum geht es bei diesem Kongress? Ich glaube, der Titel soll es schon ausdrücken. Es geht einerseits um Abrüstung. Es geht darum, dass wir wegkommen müssen, dass wir 1,7 Billionen Dollar oder Euro für Rüstung ausgeben. Angesichts von Hunger, Armut, Unterentwicklung, verfallenen Schulen, einer nicht gelösten Klimafonds der Vereinten Nationen, in dem das Geld fehlt, kann die Menschheit es sich einfach nicht mehr leisten, so viel Geld für Rüstung auszugeben. Da müssen wir umkehren und umdrehen. Und wir wollen damit zum zweiten Teil des Titels zum Ausdruck bringen, dass man dafür ein internationales Klima braucht, nämlich ein Klima der Kooperation, des gemeinsamen Verständnisses und des Handelns. Und das ist die Opposite zu dem, was wir heute haben, nämlich der Konfrontationssituation weltweit. Deswegen drückt der Titel ein bisschen unsere Visionen aus. Visionen zurück zur Kooperation, zu einer Entspannungspolitik, einer Wiederbelebung von mehr Gemeinsamkeiten der Sicherheitspolitik. Und das Zweite ist die Materialisierung von Sicherheitspolitik durch Abrüstungsmaßnahmen, Abrüstungsschritte. Und unsere konkrete Forderung ist, wir treten dafür ein, dass 10% in den nächsten Jahren abgerüstet wird pro Jahr, für den großen Anfang, und dass dieses Geld neben den sozialen Leistungen für die Sustainable Development Goals und für den UN-Klimafonds zur Verfügung gestellt wird. Sie haben schon angesprochen, Abrüstung, Entwaffnung ist eines der zentralen Themen hier beim Kongress. Das ist ja eine Forderung, die die Friedensbewegung in den letzten Jahren, Jahrzehnten begleitet hat. Warum ist diese Forderung immer noch aktuell und so dringlich heute? Man kann ja fast sagen, es ist die Forderung, die die Friedensbewegung seit ihrer Existenz begleitet. Also Abrüstung, Entmilitarisierung ist eine Grundforderung des Friedensengagements, ich sage jetzt mal der modernen Friedensbewegung seit Bertha von Suttner. Und sie ist deswegen leider immer noch aktuell, weil die Welt, wie Ban Ki-moon es sagte, überbewaffnet ist und unterfinanziert ist der Frieden. Und warum ist das so? Es gibt leider auch Profiteure an Krieg und Rüstung. Es sind einerseits die Rüstungskonzerne, die davon profitieren, deren Gewinnspanne deutlich höher sind als die normalen Industriebetriebe. Und es ist als Zweites das geostrategische Interesse vieler Länder dieser Welt, vor allem der großen Länder dieser Welt, ihre geostrategischen Interessen meinen, mit Rüstung, Militär und Krieg durchsetzen zu können. Syrien, Afghanistan, Irak, Blut für Öl sind dafür klassische Beispiele. Und dieses treibt dieses Wettrüsten an. Und heute kommt als zusätzlicher Punkt dazu, dass wir meiner Meinung nach die Diskussion um eine geostrategische Neuaufteilung der Einflusssphären dieser Welt haben. Es ringen die alten imperialen Mächte wie die USA und auch Europa mit den aufstrebenden Mächten, China, aber auch die BRICS-Staaten, um Einflusssphären. Und dieses wird nicht als ein geistiger Wettbewerb ausgetragen um die besseren Ideen, vielleicht auch um die bessere Sozialpolitik oder die bessere ökonomische Politik, sondern wird mit Waffen und Rüstung ausgetragen. Und das macht die Situation zurzeit so angespannt, führt dazu, dass so viel Geld für Rüstung ausgegeben wird und macht die Situation auch so konfrontativ, wie sie zurzeit ist. Die Bundesregierung will den Verteidigungshaushalt bis 2020 um 10 Milliarden auf fast 40 Milliarden Euro pro Jahr aufstocken. Die NATO fordert von ihren Mitgliedstaaten, ihre Ausgaben noch weiter auszubauen auf 2% des BIP, während die Industrienationen, darunter auch Deutschland, nicht einmal annähernd der Verpflichtung nachkommen, 0,7% für Entwicklungshilfe bereitzustellen. Gleichzeitig sind die Summen für deutsche Rüstungsexporte in den Nahen Osten, vor allen Dingen an Golfmonarchien, gestiegen. Ihr Kommentar dazu? Ja, es ist, glaube ich, einer der größten Skandale deutscher Politik, dass wir diese 0,7%, die ja 1972 vereinbart worden sind, bisher nicht erfüllen, auch nicht ansatzweise erfüllen. Sondern wenn wir mal über 0,4 hinauskommen, sind wir ja schon stolz darauf.
Und ich glaube, wir werden die Sustainable Development Goals, auf die sich die Vereinten Nationen mit der Unterstützung der riesengroßen Mehrheit der Länder dieser Erde verpflichtet haben, nicht erfüllen, wenn die Industrieländer, dafür auch besonders Deutschland, nicht deutlich mehr ausgibt zum Kampf gegen Hunger, Armut, Unterernährung. Und von daher sehe ich eine der Kernaufgaben der nächsten Zeit, die Abrüstungsfrage mit auf die Tagesordnung zu bringen. Weil wir werden dieses Geld nur bekommen, wenn wir es von der Rüstung nehmen. Bildung statt Bomben, der alte Aussage der 80er Jahre, hat der Aktualität überhaupt nichts verloren. Deswegen bleibt die Kernaufgabe, diese Umsetzung zu erreichen. Es gibt für mich noch einen wesentlichen weiteren Grund. Und das ist die ganze Klima-Auseinandersetzung. Wie sollen denn die Klimazusagen von Paris erfüllt werden, wenn nicht die finanziellen Implikationen dazu geschaffen werden? Also die finanziellen Ressourcen bereitgestellt werden. Der Klimafonds der UN soll 200 Milliarden umfassen ab 2020. Bisher hat er keine 23 Milliarden. Und wie viel davon ganz sicher sind, werden wir auch noch mal sehen. Und viele private Gelder werden drin sein. Privaten Gelder sind noch drin. Also wir müssen ganz generell dazu kommen, zu einer Transformation weg vom Militärischen hin zum Zivilen. Das ist die Kernaufgabe, vor der wir stehen. Da geht die Bundesregierung in die völlig falsche Richtung, indem sie diese 2% als Zielmarke der NATO akzeptiert hat. Und es wird noch schlimmer, wenn man die Rede von Frau Merkel vor der Wirtschaftsunion der CDU noch mal nachliest, in der sie gesagt haben, wir müssen auch im Militärischen auf Augenhöhe mit den Vereinigten Staaten operieren. Zu Deutsch übersetzt heißt das, 3,4% des Bruttoinlandproduktes auszugeben. Das wären kaum vorstellbare 90 Milliarden für Rüstung. Aber die Bundeskanzlerin sagt solche Sätze ja nicht einfach in den blauen Dunst, sondern will damit ein Klima vorbereiten, in dem deutlich höhere Rüstungsausgaben durchsetzbar sind. Und dem müssen wir uns entgegenstellen. Die USA planen ihr nukleares Arsenal in den nächsten 30 Jahren mit einer Billion Dollar zu modernisieren. Gerade haben sie das Raketenabwehrschild in Rumänien stationiert, das von allen Seiten nicht als defensive Waffe eingeschätzt wird, sondern als eine offensive Erstschlagwaffe angesehen wird. Gleichzeitig wachsen die Spannungen zwischen den USA und Russland. Wir hatten den Ukraine-Konflikt, der weiter schwelt. Beim Streit um Kaschmir sind die Atommächte Pakistan und Indien gerade erst wieder zusammengestoßen. Wie schätzen Sie die nukleare Bedrohung im Moment ein? Ich würde es mal ganz zugespitzt formulieren. Und ich habe es fast nicht mehr geglaubt, dass so eine Situation wiederkommen können. Wir haben aus meiner Sicht nach die Situation, wo die Gefahr eines atomaren Weltbrandes eine reale Gefahr ist. Gar nicht deswegen, weil, sagen wir mal, ein amerikanischer Präsident oder ein russischer Präsident das sofort will oder auch die Atomwaffen einsetzen will, sondern weil die Dynamik von Krisensituationen zu Zuspitzungen führen kann, die in einem atomaren Schlagabtausch enden. Diese Zuspitze von Konfrontationssituationen ist ja historisch nichts Neues. Der Erste Weltkrieg war auch im Juli, August von keiner der Seiten geplant. Trotzdem hat es eine Dynamik gegeben, die zu diesem ungeheuer blutigen Krieg geführt hat. Und stellen wir uns doch einfach mal vor, es wird das Flugzeug von der einen Seite, von der anderen Seite abgeschossen. Es gibt die Gegenreaktionen, die zu weiterem Austausch von Waffengewalt führen. Und dann steht für die eine oder die andere Seite die Frage, ob ich auch atomar einsetze. Und von daher ist die Dynamik zu diesem atomaren Schlagabtausch heute größer, als sie in den letzten 25 Jahren war. Die Gefahr, dass das entweder in Europa, aber auch in Südostasien oder in Ostasien passiert, ist meiner Ansicht nach so groß, wie sie jahrzehntelang nicht mehr war. Und wir müssen uns auf diese Gefahren neu einstellen. Und die Maßnahmen zur Abwehr dieser Gefahren, also Atomwaffen abzurüsten oder zumindest Atomwaffen außer atomarer Funktion zu setzen, also die sogenannte De-Alert-Politik, wird ja kaum noch gemacht und wird immer weiter zurückgefahren. Stattdessen wird dramatisch modernisiert. Und die Modernisierung bedeutet ja nicht nur, dass es modernere Atomwaffen gibt, sondern auch kleinere Atomwaffen, punktgenauere Atomwaffen, die angeblich auch zu regionalen Schlagabtauschen geeignet sind.
Was die Gefahr ja noch erhöht. Ja, was die Gefahr erhöht. Und jetzt gibt es ja eine Studie der IPPNW, also der Ärzte gegen den Atomkrieg, die sagt, was passiert denn eigentlich bei so einem atomaren Schlagabtausch, zum Beispiel zwischen Indien und Pakistan? Und die Antwort ist, es wird ungefähr 1 Milliarde Tote geben, die entweder sofort oder infolge der Verseuchung und der Verstrahlung sterben. Also auch regionale atomare Schlagabtausche haben dramatische internationale und weltweite Konsequenzen. Es gibt ja auch noch atomare Waffen auf deutschem Boden am Kriegerhorst Büchel. Warum ist das immer noch so? Und was sollte mit diesen Atomwaffen geschehen? Also wir haben ja in Deutschland amerikanische Atomwaffen zurzeit an einem einzigen Platz liegen, in Büchel. Wir hatten sie für lange Jahre an 2 Plätzen, da kam Rammstein dazu. Aus Rammstein sind sie von den Amerikanern abgezogen worden vor ein paar Jahren. Dieses Büchel ist deswegen so zugespitzt, weil es einen illegitimen Zugriff Deutschlands auf Atomwaffen ermöglicht, obwohl die deutsche Regierung den Atomwaffensperrvertrag unterzeichnet haben, der jegliche Form von Zugriff auf Atomwaffen verbietet. Jegliche Form heißt direkt oder indirekt. Die Stationierung und die Nutzung dieses Flughafens Büchel, das Trainieren von Flugzeugen mit Atomwaffen daran, verstößt gegen den Atomwaffensperrvertrag, weil es dem Land, das darüber verfügt, einen indirekten Zugriff auf Atomwaffen gibt. Und das widerspricht den Paragraphen des Atomwaffensperrvertrages. Deswegen ist unser Argument, dass diese Atomwaffen auf deutschem Boden und das Handeln der Bundesregierung völkerrechtswidrig ist. Und deswegen wehren wir uns ja auch schon seit Jahren mit vielfältigen Aktivitäten dagegen, dass diese Atomwaffen da noch liegen. Sie sollen jetzt modernisiert werden. Und diese Modernisierung bedeutet nicht nur, dass modernere Waffen dahin kommen, sondern dass ein anderer Typ von Waffen dorthin kommt. Bisher waren die dort gelagerten Atomwaffen im Wesentlichen welche, die über eine kurze Reichweite verfügten, das heißt keine strategischen Waffen waren. Die neuen, 6112B ist ihr Name, sind strategische Waffen, das heißt, sie erreichen von Büchel bzw. von den Flugzeugen aus russisches Gebiet. Und damit sind sie strategische Waffen, was wiederum Auswirkungen auf russische Antworten haben wird. Und das wird auch schon mal wieder die atomare Spirale weiterdrehen lassen und damit die Gefahr des Atomwaffeneinsatzes auch erhöhen. Warum gibt es diese Waffen immer noch? Warum sagt das deutsche Parlament nicht, die deutsche Regierung nicht, wir wollen diese Atomwaffen nicht mehr haben? Das aus meiner Sicht nach wesentliche Argument, warum, ist die NATO-Hörigkeit Deutschlands. In der atomaren Abrüstungsfrage folgt Deutschland oder die deutsche Bundesregierung kritiklos der amerikanischen Politik. Und die Amerikaner wollen über die NATO-Stationierung von Atomwaffen in Europa die Länder Europas stärker an sich binden und damit den Konsensgrad in der NATO erhöhen. Das ist für mich der Hauptgrund, dass diese Waffen immer noch auf deutschem Boden sich befinden. Ein zweiter Grund ist, der Flughafen wird ja im Kern von Deutschland finanziert. Das heißt, es entlastet das amerikanische Engagement in Europa und ist damit eine Einsparquelle für die amerikanische Armee. Und auch diese sucht nach den großen, heißen Bush-Jahren, wo sie ja nur alles ausgeben konnten, was sie kriegten, nach Einsparmöglichkeiten, ohne in ihrer Substanz gefährdet zu sein. Wie schätzen Sie das Engagement der Bundesregierung und auch europäischer Staaten oder des Westens insgesamt in Syrien ein? Deutschland ist beteiligt an der Ausbildung und Bewaffnung von kurdischen Kräften, unterstützt militärisch Frankreich und die Türkei. Wir haben jetzt eine geleakte UN-Einschätzung, dass das Embargo, das ja vor allen Dingen von den USA und der EU durchgesetzt wurde gegen Syrien, verheerende Auswirkungen hat für die syrische Bevölkerung. Was ist Ihre Einschätzung der westlichen Politik? Ich würde gerne mal einen Satz vorwegwerfen. Ich habe die Syrien-Politik, bevor Deutschland sich an der Destabilisierung der gewählten syrischen Regierung beteiligt hat, schon für verheerend gehalten. Der Bundesnachrichtendienst ist in die Foltergefängnisse von Herrn Assad gefahren und hat dort die Gefangenen verhört, nachdem die Amerikaner die dort hingeliefert haben. Also es hat eine jahrelange enge Kumpanei zwischen dem Bundesnachrichtendienst und dem Geheimdienst Syriens gegeben. Aber als Syrien bei bestimmten Positionen konsequent geblieben ist, Palästina, Unabhängigkeit, wir entscheiden über unsere Politik selbst und nicht der Westen entscheidet über unsere Politik selbst. Wir entscheiden,
welche Pipelines durch Syrien gebaut werden und nicht die amerikanischen Konzerne und nicht der Versuch, Russland zu umgehen, ist das entscheidende Kriterium. Als das alles war, da wurde angefangen mit dem Argument der sogenannten Menschenrechtssicherung, Libyen zu destabilisieren. Es ist eine zutiefst heuchlerische Politik immer gewesen und bis heute. Und was wir in Libyen, in Syrien machen, ist meiner Sicht nach die brutalste Zerstörung eines eigentlich stabilen, ökonomisch sich entwickelnden Landes, das sich lange Jahre bemüht hat, in enger Kooperation mit dem Westen sogar eine zutiefst neoliberale Politik zu entwickeln, die ja dazu geführt hat, dass die Bauern verarmt sind und das Land verlassen mussten, weil die billigen Importe ins Land kamen und damit das Protestpotenzial gegen die Regierung von Assad wurden. Also wir haben dieses Land von Anfang an ökonomisch und politisch stabilisiert, weil wir es nicht mehr als ein Oppositionsland gegen westliche imperiale Politik haben wollten. Und die Konsequenz ist dieser, man kann ihn heute nicht mehr als Bürgerkrieg bezeichnen. Ich finde die Bürgerkriegformulierung falsch. Es ist ein Stellvertreterkrieg, wo stellvertretend in diesem Land um regionale, hegemoniale Interessen gekämpft wird. Der Westen will ein Land beseitigen, das in Opposition zu seiner Politik steht, damit insgesamt die Oppositionskräfte inklusive Iran deutlich schwächen und damit zur Neuordnung dieser mittleren und nahen Ostens beitragen. Was ja schon Brzezinski geschrieben hat, ist die Kernaufgabe, wenn man langfristig Ressourcen sichern will, muss man dieses in seinem Interesse befriedigen. Das versuchen sie. Da sind sie auf großen Widerstand gestoßen, auf große Widerstände, muss man ja sagen, die auch ganz unterschiedlich legitimiert und begründet sind. Ich halte den kurdischen Widerstand für völlig legitim. Die Unabhängigkeit oder die Autonomie Kurdistans ist ein lang notwendig zu erkämpfendes Menschenrecht, in allen drei Ländern übrigens. Und das wird weiter, der Kampf wird weitergehen. Wir müssen versuchen, glaube ich, als Friedensbewegung, als friedliebende Menschen mitzuhelfen zur Pazifizierung dieses Konfliktes. Das heißt, wir brauchen wirklich Waffenstillstände. Jetzt wird es ganz schwer sein, einen Waffenstillstand für das gesamte Land zu kriegen. Das heißt, wir müssen viel stärker wieder auf regionale Waffenstillstände gehen, auf Waffenstillstände um Regionen und um Städte, um Einflusssphären. Da gibt es ja auch durchaus Erfolge in den letzten Jahren. Es ist ja nicht so, dass der Krieg überall schlimmer geworden ist in dem Land. Es gibt ja durchaus Teile, die zu einer friedlicheren Entwicklung zurückgekehrt worden sind. Wir müssen sehen, dass vor allen Dingen die ausländischen Interventionen, da nenne ich auch als erstes die türkische, die völlig völkerrechtswidrig ist, welches Recht hat die Türkei in Syrien einzufallen, zurückzudrängen. Und wir müssen, und das ist natürlich eine Forderung ganz klar an die deutsche Politik, vor allen Dingen die dramatischen Rüstungsexporte, die indirekt über die Golfmonarchien und über Saudi-Arabien nach Syrien geschehen, denn woher kommen die Waffen? Das müssen wir unterbinden. Und andererseits muss man natürlich auch unterbinden, dass die Menschen, die meinen, dass sie im Dschihad ihre Zukunft sehen, in dieses Land kommen können. Also in diesem Falle bin ich zwischen der Türkei und für Syrien schon für ziemlich geschlossene Grenzen, weil ohne Nachschub an Menschenmaterial für den Krieg würde auch dieser Krieg, wenn Rüstungsproduktion, Rüstungsexport gestoppt wird und Menschenmaterial nicht mehr nachgeliefert werden kann, auch ja, ausgetrocknet werden können. Und möglicherweise ist dann die Voraussetzung zu einem Waffenstillstand, zu Waffenstillständen besser, als sie heute ist. Seit dem Kosovo-Krieg in den 1990er Jahren hat die Bundeswehr an zahlreichen Einsätzen, Kriegen teilgenommen. Wie beurteilen Sie den Wandel hin zu einer Interventionsarmee? Was sind die Ziele dahinter, auch hinsichtlich einer Verstärkung der Militarisierung des EU-Grenzschutzregimes? Also ich will mal eine Bemerkung vorweg machen. Ich würde mich mal riesig freuen, wenn eine Bundesregierung mal den Mut hätte. Die sind ja, glaube ich, jetzt 17, wenn man die abgeschlossenen mit dazu nimmt, ungefähr 20, 21 Militäreinsätze mal von einer unabhängigen Kommission evaluieren zu lassen. Einmal mal Kriterien aufzustellen. Waren diese Einsätze erfolgreich? Haben sie Frieden gebracht? Haben sie Länder pazifiziert? Haben sie Entwicklung geschaffen? Haben sie vielleicht sogar Menschenrechte gesichert oder besser gemacht? Also mal nach Kriterien, nachdem diese Entscheidungen getroffen worden sind, mal zu evaluieren. Ich glaube, ein größeres Fiasko hätte eine Regierung in den letzten 20 Jahren nicht erlebt. Weil keines, aber wirklich kein einziges der angegebenen Zielprojektionen für die Militäreinsätze auch nur ansatzweise erfüllt worden ist. Aber es ist
offensichtlich, warum eine Regierung das nicht macht. Weil so ein Fiasko kann sie sich einfach nicht leisten. Aber wir sollten es, glaube ich, viel stärker auf die Tagesordnung setzen, zu sagen, zeigt doch einmal, was ist rausgekommen aus dem, was ihr gemacht habt. Und dann kann man die Beispiele durchdeklinieren. Also Afghanistan war noch nie in einer solch schrecklichen Situation, was die Menschenrechte angeht, was die soziale Situation, was die Flüchtlingsbewegung aus diesem Land angeht, was die Verlust von Arbeit angeht, als jetzt. Und der Terror in diesem Land war noch nie stärker als jetzt. Also selbst das Kriterium Terrorismusbekämpfung würde auf keine der Einsätze zutreffen, dass man da in ansatzweise erfolgreich war. Also das würde ich gerne mal vorweg schicken, bevor ich zu der Frage komme, warum machen die das? Weil es ist vom Ergebnis her einfach verheerend. Und warum machen die das? Das haben sie ja selber aufgeschrieben. Wir müssen unsere geostrategischen Handelsinteressen auch militärisch schützen. Wenn man jetzt die Länder nimmt, wo engagiert worden sind, sind das alles Länder, wo es entweder große Ölressourcen oder andere Mineralölstoffe gab, wo zweitens Handelswege durchgingen oder wo drittens Wege waren, wo man den Transport sichern wollte oder, viertes Kriterium, wo Länder waren, die sich der deutschen Politik entgegengestellt hat. Dann hat man versucht, diese Länder zu destabilisieren und im Endeffekt auch zu zerstören. Aus meiner Sicht ist Libyen das beste, verheerendste Beispiel dafür, wie ein sozial hochentwickeltes Land vollständig zerstört worden ist, sodass es heute eindeutig ein Failed State ist. Aber bei Libyen hat sich ja Deutschland enthalten in der UN. Ja, aber dann haben sie die AWACS auf Flugzeuge mit bestückt und haben mit abgesichert, dass die Engländer und die Franzosen auch die Zielobjekte wirklich gut fanden und in einem Bombenterror 15.000 Menschen getötet haben in kürzester Zeit, während man jetzt, ich will keinen Toten kleinreden, während man jetzt in Aleppo ganz große Krokodilstränen vergießt. Also die jetzt in Aleppo Krokodilstränen vergießen wie unser Außenminister, die möchte ich doch daran erinnern, dass wir die Zielprojektion für 15.000 Tote in Libyen mitgeliefert haben. Jeder Tote ist einer zu viel, aber bitteschön, jeder Tote ist einer zu viel. Und das muss man dann auch ganz generell sagen, man muss auch die Verantwortung für die Toten übernehmen, für die man wirklich Verantwortung mit hat. Es gibt Proteste wieder rund um die US-Militärbasis in Ramstein in Rheinland-Pfalz, wo insgesamt 40.000 Militärs und Zivilisten, soweit ich weiß, arbeiten und der völkerrechtswidrige US-Drohnenkrieg technisch ermöglicht wird. Geben Sie uns einen Eindruck über diese Proteste, die ja auch weiter stattfinden werden. Wogegen wird genau protestiert und was sind die Forderungen der Demonstranten? Also Ramstein ist natürlich für Deutschland ein völlig herausgehobenes Beispiel. Es ist die größte US-Militärbasis außerhalb der USA. Es ist ein riesiges Areal, das dort unter amerikanischer Kontrolle steht. Wenn man drumherum fährt, braucht man zwischen 2 und 3 Stunden. Und es ist neben der Größe noch dadurch besonders signifikant, dass es die Einsatzzentrale für die Drohnenkriege dieser Welt ist. Kein Drohnenkrieg irgendwo in der Welt wäre denkbar ohne Ramstein, weil über die Relaisstation in Ramstein die Drohnen ins Ziel gelenkt werden. Der Befehl wird in Nevada oder in New Mexico gegeben und dann muss er unter die Ellipsenfunktion der Erde bestätigt werden in Ramstein, um dann die Drohne endgültig ins Ziel zu lenken. Das ist einfach eine physikalische Notwendigkeit durch die Erdkrümmungen. Das heißt, es gibt keinen Drohneneinsatz in Libyen, in Pakistan, in Afghanistan, der ohne Ramstein geschieht. Von daher ist Ramstein eine Kernposition des Pro und des Kontras um den Drohnenkrieg. Und wir sind der Meinung, dass diese Relaisstation als allererstes geschlossen werden muss. Losgelöst davon, wie man zum Flughafen steht. Unser längerfristiges Ziel ist die Auflösung dieses Militärstützpunktes, weil wir der Meinung sind, dass Militärstützpunkte von Ländern auf dem Grund von anderen Ländern ganz generell nicht sein sollen. Und deswegen sind wir auch für die Schließung von Ramstein. Die Kampagne hat 2 große Elemente. Das erste Element ist Schließung der Relaisstation. Das zweite, langfristiger Schließung des Flughafens. Und wir sind dabei, eines wirklich zu erreichen. Wir verändern gerade das Klima in der Region. Die Region, die sehr abhängig ist von amerikanischen Finanzierungen, Arbeitsplätzen, Zukunftsperspektiven, ist zunehmend kritischer zu dem, was dort geschieht. Und wir haben eine neue Offenheit innerhalb der Bevölkerung für kritische Positionen, vor allen Dingen zu Drohnen. Und das wollen wir mit den Protestaktionen im nächsten Jahr auch noch weiter ausbauen.
Sie und andere versuchen seit einiger Zeit, die Friedensbewegung stärker zu öffnen. Auch hier beim Kongress versuchen Sie, stärker junge Leute anzusprechen. Sie sind dafür auch kritisiert worden, vor allem, weil Sie mit den sogenannten Montagsmahnwachen, die im Zuge der Ukraine entstanden sind, kooperiert haben. Was sind genau konkret die Vorwürfe und was antworten Sie Ihren Kritikern? Also die Vorwürfe selber zu benennen, ist immer ein bisschen kompliziert. Also ich antworte den Kritikern, dass die Friedensbewegung wieder dazu kommen muss, eine breite gesellschaftliche Bewegung zu sein, die keine linke Bewegung ist, in der Linke aber eine wichtige Rolle spielt. Historisch immer von den Namen Rosa Luxemburg angefangen, bis über die Namen derer, die in den 70er und 80er Jahren führende Verantwortung der Friedensbewegung getragen haben. Aber sie geht weit darüber hinaus. Und sie muss auch weiter darüber hinausgehen. Konservative, wertkonservative Kräfte sind ein ganz wichtiger Teil der Friedensbewegung. Immer gewesen. Also als jemand, der in der deutschen Friedensbewegung die Appelle gegen die Atomwaffen mit unterstützt und entwickelt hat, Graf von Westphalen, war ein ganz wichtiger Kämpfer gegen atomare Rüstung. Mit dem hat mich in der Wirtschaftspolitik ganz, ganz vieles getrennt. Und ich habe noch das Vergnügen gehabt, Gerd Bastian zu kennen, als er noch CDU-Mitglied war. Und über Alfred Mechtersheimer kann man vieles sagen, aber als Oberst der Bundeswehr hat er maßgebliche Impulse, kritisches Gedankengut für die Friedensbewegung gegeben, viele, viele Argumente aus militärtechnologischer Sicht gegeben. Das waren alles Konservative. Und es war gut, dass die dabei waren, weil die haben uns eine Legitimation, eine Offenheit, einen Zugang zu neuen gesellschaftlichen Bereichen gegeben. Und das ist meiner Sicht nach auch heute wiederum eine Aufgabe, das Verständliche, vor allem nach der Spaltung durch den Jugoslawienkrieg, verständliche Einigeln der Friedensbewegung in eine, die, wo man erst dreimal sagen muss, ich bin gegen Krieg, bevor man ein kritisches Wort sagen darf, ist verständlich, weil wir haben diese Friedensbewegung als Antikriegsbewegung gegen die Bellizisten beim Jugoslawienkrieg verteidigen müssen. Das war auch richtig. Kein Schritt war falsch und wir haben damals viele Freundinnen und Freunde verloren. Jeder von uns. Und das hat auch zu einer gewissen sektiererischen Einigelung geführt. Das müssen wir wieder überwinden jetzt. Das ist eine ganz große Aufgabe. Und die zweite Aufgabe ist, wir brauchen junge Leute. Jetzt haben wir bei den jungen Leuten folgendes Problem. Die sind natürlich in die neoliberale Schule gegangen. Welche Schule sollen sie sonst gegangen sein? Neoliberale Schule in der Medien, neoliberale Schule der Schule, neoliberale Schule der Erziehung. Und von denen ein gefestigtes, jetzt sage ich es mal ganz zugespitzt, marxistisches Weltbild zu erwarten, das kann man. Aber dann kann man auch zu Hause bleiben. So, das heißt, wir haben es mit jungen Menschen zu tun, die ganz häufig auch Sachen sagen, die uns nicht sofort gefallen und über die man auch viel diskutieren muss. Und diese jungen Menschen oder viele von denen haben sich in Auseinandersetzung mit der Ukraine-Krise auf die Straße bewegt, die wir verschlafen haben damals. Wir haben Papier bewegt und haben protestiert und haben auch manche Sachen gesagt, die wir nicht gut fanden. Und daraus ist für mich, und dafür habe ich mich eingesetzt, ein Diskursprozess entstanden. Eine Diskussion. Und diskutieren kann man nur, wenn man dahin geht, wo es weh tut. Und das habe ich mit versucht, mit vielen anderen zusammen, Anschlüsse gegeben. Wir haben, glaube ich, viel politisiert in dieser Hinsicht. Und das ist von anderen nicht mitgetragen worden. Daraus haben sich Kontroversen entwickelt, die leider bis heute sich durchziehen, die dann manchmal auch in unschöner Form ausgetragen werden. Damit muss man wahrscheinlich leben und umgehen. Aber ich glaube, dass die Notwendigkeit der Politisierung neu engagierter junger Menschen eine Kernherausforderung für uns alten Recken ist, die wir uns noch stellen müssen, bevor wir dann wirklich in Ruhe abtreten können. Und dafür möchte ich gerne noch meinen Beitrag leisten. Und deswegen werde ich auch weiter dort diskutieren. Ich werde auch kein Nachbeter deren Position werden, überhaupt nicht. Für mich ist eine Position, die heißt, ich kritisiere die FED oder ich kritisiere auch nur das Finanzkapital, ist für mich zu kurz gegriffen. Weil ich muss nachweisen, was Finanzkapital im Rahmen des Kapitalismus ist. Und da muss ich auch nochmal erklären, dass Kapitalismus mehr ist als ein böses Wirtschaftssystem. Sondern dass es auf einer ganz bestimmten Ausbeutung des Menschen durch den Menschen beruht und auf einen ganz bestimmten Profitmechanismus beruht. Und dafür muss man werben. Aber ich kann das nicht erwarten von Menschen, die neu in die Bewegung kommen. Ich erzähle dann immer meine eigene Geschichte. Und die ist, ich bin politisiert worden. Ich komme aus einem, vorsichtig gesagt, rechtskonservativen Elternhaus. Man kann es auch anders formulieren. Ich bin politisiert worden durch zwei Menschen. Der eine war mein Klassenlehrer. Der war Mitglied des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes. Und wir waren seine erste Abiturklasse. Und ich habe durch ihn das erste Mal das Namen Brecht und andere gehört und gelesen.
Und der hat sich mit uns dummen Schülerinnen und Schülern Stunden, auch abends und so weiter genommen, mit uns zu diskutieren. Und der hat mir ganz vieles mitgegeben für mein Leben. Und der zweite ist ein alter Kommunist gewesen, der war im KZ, ist nicht Mitglied der DKP geworden, weil die ihm zu, wie er es immer sagte, revisionistisch war, der mir die antifaschistischen Erfahrungen des KZ, der Zeit danach, der illegalen KPD erzählt hat. Und auch da habe ich ganz viel gelernt. Ich, für den die Kommunisten das Böseste vom Bösen waren. Und wenn ich das alles zusammennehme, kann ich nur sagen, wer sich nicht bemüht, junge Menschen, die was lernen wollen, mit denen zu diskutieren und die zu überzeugen und mit denen in Auseinandersetzung zu kommen, der vergibt eine historische Chance. Oder andersherum, überlässt den Neoliberalen mit ihrem Unsinn, den sie uns erzählen, freiwillig das Feld. Und das darf man nicht machen. Und dafür würde ich mich gerne noch ein bisschen engagieren.